So, weiter geht's mit Plants vs. Zombies, nachdem das eigentliche Spiel durch ist. Ich werde euch jetzt, wie versprochen, die Minispiele Rätsel und Überleben zeigen, damit wir am Ende eben die Goldstatue haben. Ob ich nochmal das Abenteuer spiele, weiß ich noch nicht genau. Ich tendiere zu nein. Das lasse ich dann wirklich eure Entscheidung sein. Wir fangen an mit Zombotanik. Bei Zombotanik ist das Besondere, dass diese Zombies Pflanzenköpfe haben. Das heißt, sie schießen. Der Nusszombie braucht sehr viel Treffer. Und wir haben jetzt quasi alles zur Verfügung. Wir können sowohl die Pilze setzen, als auch die Pflanzen, die wir vorher auf den Dächern hatten. Und jetzt müssen wir mal schauen, wen nehmen wir denn jetzt alles mit? Brauchen wir nicht. Wen brauchen wir wirklich? Die Nuss brauchen wir. Das Schöne ist, dass wir jetzt die normale Erbsenkanone nicht mehr brauchen, weil wir uns jetzt immer die Cola-Pulte nehmen können. Ich probiere es mal mit der Technik. Ich nehme den Matcha mit. Ich nehme mal die Melone mit, weil die kostet nur 300 und trifft eben mehrere. Und ansonsten gibt es nicht viel, das ich nehmen möchte. Dann nehmen wir doch nochmal die Jalapeno mit für den Notfall. Und haben wir noch schon was zum Verlangsamen? Den. Ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Ach komm, nehmen wir nochmal die Kirsche mit. Jetzt lassen wir uns quasi nur noch darauf, dass wir die Gegner wegbomben plus Kirsche. Ich habe beim ersten Mal so geglotzt, als ich da diese scheiß Zombies da mit Pflanzenköpfen angekommen sind. Kann ich mich irren? 1, 2, 3, 4, 5. Das Feld ist doch kleiner als auf dem Dach. Das Dach hat doch mehr Reihen gehabt. Auch der Hinterhof hat mehr Reihen. Hör auf damit. Hör auf mich anzuspucken, Mann. Dunk. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendeine Zusatzgefahr hatte. Ich weiß nur, dass das halt ziemlich scheiße ist für mich. So, und jetzt schnell. Ich glaube, nur 4 Treffer und so ein Maiskolben schon besiegt. Deswegen ist es jetzt gut, wenn wir das hier so machen. Erst immer die Nuss setzen, dann die Pflanze selbst. Lass das. Aber sie scheinen nicht viel auszuhalten, weil der ist jetzt auch schon wieder besiegt. Mach ihn kaputt. Jetzt kommt da noch ein zweiter. Ich pack das nicht. Alter, der ist tot. Bitte auf den nächsten. Ich könnte natürlich auch erstmal auf die Sonnenblumen gehen, aber es ist das Anfangs. Die Anfangs-Minispiele sind nicht besonders schwer. Haha, Kopf ab. Vor allem, dass er spuckt und beißt. Ah, shit. Jetzt wird's kritisch. Ah, ich hab's auch noch falsch gestellt. Ist nicht so schlimm. Mal gerade gucken. Aber wenn der nämlich gleich wirklich kaputt gehen sollte, würde ich nämlich erstmal dazu den zu zermatschen, bevor ich irgendwas anderes mache. Ach, vergiss es. Mehr Sonnen, bitte. Ich muss meine Abwehrlinie aufbauen. So, wir haben 100. Aber die halten doch schon ziemlich aus, die Nüsse. Das ist nicht schlecht. Nächster, hör auf damit. Ich will einfach meinen Matschkürbis essen. Ich hätte hier 2 Reihen Maiskolben und 1 Reihe, wie heißen die Dinger jetzt? Nam. Melonen machen. Das sollte dann eigentlich auch reichen als Abwehr. Die erste Abwehrreihe steht gleich. Das ist schön, weil die erste Zombie-Bille auch gleich kommt. Lass das. So, mal hier. Ja, doch. Irgendwie kriege ich nicht so viel Sonne, wie ich gerne hätte. So, der ist gelähmt. Sehr schön. Eigentlich brauche ich jetzt nur noch die Maiskolben auffüllen. Ich stelle den da vor, weil der andere schon geschwächt ist. Und fertig. So. Mehr Sonnen, bitte. Das ist tatsächlich später sehr schwer, weil alles sehr schnell gehen muss. Aber noch geht das. Die Anfangsquests sind human. Ich weiß, dass die Minispiele im Endeffekt schwerer waren als das eigentliche Spiel. Lass das, Mann. Ich rede über die Zombies, als wenn sie mein Gehirn verschonen würden. So, ich habe mir übrigens ein Item gekauft. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil ich das nicht wusste, wo ich das am besten einordnen soll. Und zwar kann ich jetzt eine Nuss auf eine kaputte Nuss draufsetzen, ohne sich die vorher weg... bis ich warten muss, bis die gefuttert ist oder weggepflanzt habe. Was ich persönlich sehr viel schöner finde. So, die erste Abfeuer steht. Jetzt brauche ich nur noch die Melonas hinzustellen und fertig. Als wenn ihr mir wirklich gefährlich werden könntet.
mir, The Almighty LTF, dessen Gehirn im normalen Spiel nicht einmal gefressen wurde. Und zack. Ah, seht ihr, da kommt sogar ein Walnuss-Zombie. Bäm, Kopf weg. Sehr schön. Ach, der Kopf fällt nicht um, der platzt dann einfach. Sehr schön. Haben seine Sterbeanimation gespart. Ach, weil ich... Ah, Moment. Jetzt hätte ich fast die 300 verschwendet. Bam. Das Schöne ist, ich glaube, bei den Minispielen war das so, jedes Mal, wenn wir ein Minispiel beenden, bekommen wir 1000 oder 3000 Münzen. Also können wir uns demnächst auch die ganzen anderen Spezialkarten kaufen. Spezialpflanzen. Ich bin echt total Yu-Gi-Oh! Gemünzt. Gibt es eigentlich ein Yu-Gi-Oh!-Spiel auf dem GameCube? Ich glaube schon. Forbidden Memories oder wie dieser ganze Käse immer hieß. Warum ich das sage? Weil ich einen funktionierenden GameCube-Emulator besitze. Na, na, na. Auf damit. Ihr könnt mich sowieso nicht stoppen. Ich werde sowieso immer nur noch die Maiskörper wenn. Ich glaube, die Körner sind so ein Ticken schwächer als so ein normaler Schuss. Aber die Butterfähigkeit ist dafür unbezahlbar. Ich bin sicher, jetzt schon die Eismelonen, die sind geil. Die machen genauso viel Schaden wie die normalen, frieren aber gleichzeitig auch noch ein. Tja, jetzt kann das Level eigentlich zu Ende gehen. Zambo und Tani. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie ich die Level nenne, die Folgen, ne? Weil ich habe die einfachen Folgen ja auch nur 2, 1, 4, 5, 5, 9 und so genannt. Und die werde ich dann auch immer nur schreiben. Zombotanik oder wie auch immer die Dinger dann heißen. Ach, das ging ja ein bisschen langsam. Stelle ich noch einen Melonapult auf? Warum eigentlich nicht? Damit. Zack. Und zack. Brauche ich, muss ich irgendwas befürchten? Nö. Na komm. Ja, das lege ich mal dahin. Ich muss sagen, weil ich will zwar immer noch an der Symmetrie festhalten, aber brauche ich eigentlich nicht, weil das Level ist sowieso gleich vorbei. Die hält ganz schön was aus. Schon einen Melonenschlag abgewehrt. Zwei. Alter. Und weg. So, jetzt kommt noch die große Welle und dann war es das. Wobei wir deswegen quasi schon gewonnen haben, weil wir noch die Rasenmäher haben, die hier immer noch gelten. Ich bin echt gespannt, echt gespannt, wie Plants vs. Zombies 2 wird, was jetzt im Juli 2013 erscheint. Nicht doch. Ich hasse euch auch. Und das war's. 1000. Perfekt. Neues Minispiel freigeschaltet. Okay, dann bis zum nächsten Minispiel.